Ein Photovoltaik-Belastungstest. Wie viel Schnee hält eigentlich so ein Solarmodul aus? Wie viel Wind hält es aus? Darum soll es heute gehen. Wir sind hier bei SolarWatt auf dem Teststand. Und gerne ein Abo da lassen, wenn euch sowas interessiert. Hey Julia, das ist ja unglaublich spannend, was ihr hier macht. Ich grüße dich ganz herzlich. Schön, dass du uns mal hier in dein Labor lässt. Wer bist du? Was machst du hier bei SolarWatt? Mein Name ist Dr. Julia Stütze. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren hier bei SolarWatt. War eigentlich bisher die ganze Zeit in der Entwicklung mit involviert und bin jetzt aber vor einem halben Jahr quasi schon hier ins Labor gewechselt und bin jetzt ab hier für die Leitung quasi verantwortlich. Und Doktor, was hast du gemacht? Was hast du studiert? Also ich habe Materialwissenschaften studiert. Mhm. Da geht es tatsächlich um alles von Metalle, Keramiken, Kunststoffe, was man sich so vorstellen kann. Ah, okay. Denn viele wissen gar nicht, warum ist denn ein Stahl so, wie er ist oder warum ist ein Stahl im Auto anders als der in einem Kran? Die können nicht gleich sein. Und auch bei Gläsern zum Beispiel gibt es ganz viele unterschiedliche Varianten. Promoviert habe ich dann aber im Bereich erneuerbare Energien, weil mir das schon immer so ein Herzensthema ist. Damals war bei uns in der Arbeitsgruppe quasi auch Photovoltaik. So wie hier. Ich war aber quasi nebenan bei der Thermoelektrik. Da macht man nicht Sonne zu Strom, sondern Wärme zu Strom. Mhm. Und jetzt bist du hier sozusagen die Laborleiterin, kann man das so sagen? Also wichtig ist ja bei diesen Garantien, wie lange halten dann eigentlich die Module? Es gibt ja eine Produktgarantie, die vielleicht auch schon so 20, 25 Jahre gilt. Und dann gibt es eine Leistungsgarantie. Also Produkt ist einfach nur, wie schön sieht das eigentlich noch aus, das Modul? Und die Leistungsgarantie, die sagt, naja, das kann, es sieht vielleicht nicht mehr so schön aus, aber es kann immer noch 90% oder 95% nach 10 oder nach 20 oder nach 35 Jahren bringen. Und mittlerweile ist man da schon angekommen bei 25, 35 Jahren Leistungsgarantie, wo dann immer noch was rauskommt. Mhm. Und damit das gewährleistet werden kann, müssen solche Module natürlich extrem gut und stabil sein. Es gibt ja einen dynamischen Test und einen statischen Test. Das hier ist jetzt ein dynamischer Test, was du gerade gesagt hast. Genau. Okay. Also du musst dir erstmal grundsätzlich vorstellen, man will hohe Lasten aufbringen. Das heißt, früher haben wir solche Sandsäcke dafür benutzt. Der ist jetzt, das ist noch der kleine, ne? Es gibt auch noch größere davon. Das sind 11,5 Kilo oder was? Nee, so um die, ich glaube, 5 Kilo. 10 Kilo bestimmt. Wir haben noch größere davon. Mehr als eine Handelsscheibe. Und hier kannst du quasi nochmal so einen Plan sehen. Das heißt, man konnte immer so um die 12 oder je nach Modulgröße auch 15 Sandsäcke auf ein Modul legen. Oder in dem Fall hier waren es jetzt 18 Stück auf der ersten Lage, 18 auf der zweiten und so weiter. Und dann kam man auf 153 Sandsäcke bei einer Last von 8100 Pascal. Das ist noch nicht die verschärfteste Version, sondern es gibt noch höhere Lasten. Und das heißt, man ist erst mal 10 Minuten damit beschäftigt, teilweise 15 Lagen Sandsäcke aufzulegen. So, dann hält man das für eine Stunde in der statischen Variante, nimmt dann alles wieder runter, also muss wieder alles hochheben. Also statische Variante heißt, du legst was Schweres drauf, die ganzen Sandsäcke, 8000 Pascal, ich weiß nicht, wie viel das ist, 1000. Das sind eben dann so nachher diese 2 Tonnen, die man ungefähr bekommt. Ja. Also fast ein Auto, ein kleineres Auto, jetzt kein SUV. Und dann sieht man auch, dass das Modul so ein bisschen durchgedrückt wird, aber das hält es halt ohne Probleme aus. Wenn man dann die Sandsäcke wieder runternimmt, würde man gucken, ist das Glas gebrochen, ist der Rahmen verbogen. Wenn man nichts davon sieht, dann macht man weiter mit dem Test. Dann dreht man das Modul eigentlich um und legt wieder Sandsäcke auf. So. Und das macht man dann quasi den lieben langen Tag, weil man macht diesen Test 3-mal von beiden Seiten. Und dann schleppst du immer die ganzen, also machst du ein paar hundert Sandsäcke rauf und runter bist du dann immer, oder was? Wir haben das tatsächlich immer als Team gemacht, haben auch uns dann teilweise Hilfe von anderen Abteilungen geholt. Damit nicht immer die gleichen Leute das alles machen müssen, ne? Weil sonst am Ende des Tages hat man dann irgendwann Rückenschmerzen. Ja, du hast ja tausende Kilo geschleppt dann. Okay. Ja, genau, am Tag manchmal, ich glaube 10.000 Kilo. Wahnsinn. Und was aber manchmal ganz witzig ist, weil es auch durchaus eine Art Teambuilding-Maßnahme sein kann, okay. Wenn alle mitmachen. Und das ist dann der statische Test, wo du einfach was draufliegen lässt und das auch umdrehst. Und was genau testest du jetzt hier? Du wolltest mir gleich mal irgendwie was zeigen und was wir hier sehen können oder was du hier genau testest. Also, wir haben in der Mitte zum Beispiel den Durchbiegungssensor. Der ist eben ganz wichtig, um zu schauen, wie stark sind wir jetzt auch hier. Jetzt geht er von 11 mm nach oben gezogen, jetzt zu 11 mm durchgedrückt und geht immer hin und her. Da gibt es eben auch Bereiche, wenn es zu groß wird, würde die Maschine sagen, oh Vorsicht, hier kann jetzt gleich was kaputt gehen. Das loggen wir quasi mit. Wir haben jetzt hier 2 Brücken aktiv. Das sind quasi die großen Umrahmungen hier. Und wir haben noch eine dritte Brücke,
für die Zukunft, wenn wir noch breitere Module bekommen oder auch noch längere Module. Ja. Und dahin geht auch jetzt der Trend. Module werden ja tendenziell größer, man will mehr Leistung pro Fläche haben und wir können bis 2,50 Meter uns hier noch vergrößern. Sind denn diese klimatischen Bedingungen, die werden ja auch immer extremer durch den Klimawandel wahrscheinlich, dann müsst ihr wahrscheinlich auch irgendwie eure Bedingungen anpassen, dass ihr dann noch ein bisschen schwerer testet. Das hier ist jetzt sozusagen, wenn ich durchdrücke, lange dann ist das eher so eine Simulation von einem Schneelast, also das ist einfach ganz viel Gewicht für lange Zeit drauf. Und wenn ich jetzt hier so dynamisch das mache, so wie ihr das jetzt hier habt, also hoch und runter, dann ist das wahrscheinlich eigentlich eher so eine Windsimulation, weil der Wind ja auch immer an dem Modul zieht, oder? Mhm. Man kann das zum Teil sogar noch kombinieren, um dann quasi nach dem statischen auch noch einen dynamischen zu machen, um einfach noch mehr Härte drauf zu bringen. Einfach um bis es kaputt geht irgendwann, ne? Dass man einfach guckt, wie viel hält das Modul aus. Wahnsinn. Genau. Okay. Genau, das Ding ist nämlich, genau, wir können das quasi dann auch theoretisch umstellen von dem, jetzt haben wir den zyklischen Test, dann gibt es eben diesen statischen Test. Ja. Das sieht man dann, also hier sind jetzt die zwei Brücken aktiv und wir haben nämlich hier quasi jetzt diese 1000 Zyklen eingestellt für den dynamischen, ist immer Druck und Zug. Und man kann das jetzt auch dann umstellen auf diese normalen, da steht dann hier nicht eine Sekunde pro Zyklus, sondern eben eine Stunde. Dann hat man hier quasi einfach die Werte angepasst. Und was passiert denn, wenn jetzt diese Tests durchgeführt werden oder auch im normalen Alltag? Was kann denn dann kaputt gehen? Also du hast eben schon gesagt, Zelle, Rahmen, was ist so das? Genau, der Rahmen kann sich einerseits verbiegen. Das heißt, dann hängt es auch ein bisschen durch. Die Stabilität ist nicht mehr so richtig gegeben. Weil wir haben ja, das kommt auch immer sehr darauf an, wie es befestigt ist. Wir haben jetzt hier 4 Befestigungspunkte. Ja. Es gibt auch Varianten mit 6 Befestigungspunkten oder auch Befestigung an der kurzen Seite, die deutlich weniger stabil ist halt als jetzt zum Beispiel an der langen Seite. Okay. So, und das muss man auch mit abdecken. Und das können wir hier, theoretisch können wir mehrere Tests hintereinander machen, auch mit verschiedenen Befestigungssystemen. Also auch schwimmend, dass sie dann sozusagen nur so eingelegt werden? Nee, das nicht. Schon richtig befestigt. Schon normale Klammer, die sozusagen an den Seiten sitzt und das einmal fest. Genau, weil was ja gestresst wird, ist A, die Zelle, die brechen kann. Das tun sie auch regelmäßig. Dann ist es immer gut, wenn wir das EL danach machen. Mhm. Und, EL heißt was? Das ist für die Elektrolumineszenz. Das heißt, man bestromt das Modul. Man kann sich das so vorstellen, eigentlich ist ja die Sonne, die drauf scheint. Mhm. Und wir machen Leistung. Ich kann aber auch Strom reingeben. Dann leuchtet das quasi so ein bisschen. So über bildlich gesprochen. Und dann kann ich mir quasi angucken, sind alle Zellen gleich hell, ist eins dunkler, sind Risse drin. Die Risse sieht man nämlich so mit bloßem Auge quasi nicht. Jetzt ist das schon ziemlich tief runter und hoch. Der Wind wird da wahrscheinlich gar nicht so stark das biegen können. Oder ist das bei so großem Wind, also bei richtigem Sturm, doch schon möglich? Doch schon. Mhm. Auch gerade bei den Schneelasten. Also wenn wir an diese Maximaltests rangehen, da sieht man dann schon, wie sich der Rahmen noch mehr verbiegt und das ganze Modul, also man hört es auch da so ein bisschen knarzen so im Hintergrund, das Modul arbeitet da auch schon mit. Und dann kann sich im Modul, also die Steckverbindung, sage ich jetzt mal ganz laienhaft, oder die Kontakte, die da ja hinten stehen, damit der Strom irgendwie geleitet wird, die können sich dann irgendwie lösen, oder wie? Genau, also es ist so, dass der Draht wird quasi einfach auf die Zelle gelegt, kurz heiß gemacht und kann sich das einfach so vorstellen, dass es so ein bisschen verschmilzt mit der Oberfläche. Mhm. Das ist Löten quasi. Mhm. Und auch beim Löten kann die Verbindung mal stärker, mal schwächer sein. Aber sie, weil sagen wir mal, warum auch immer, an der Maschine ist heute ein Problem. Der Stringer hat eine andere Temperatur, als er eigentlich haben soll. Vielleicht ist ein Sensor ausgefallen. Und dann ist es ja gut, wenn man schon einen Verdacht hat, dass man so einen Test durchführt und dann sieht, okay, die Module sind nicht in Ordnung, die können wir so nicht verkaufen. Ganz einfach, ja. Beziehungsweise dieses Auseinanderziehen und sowas, das stresst einfach überhaupt die Verbindung. Ja, Wahnsinn. Okay. Und was für Module testet ihr denn dann hier? Sind das immer die gleichen Module? Immer Glas oder immer Glasfolie? Was testet? Alles, ne? Es wird also prinzipiell eigentlich immer alles getestet. Mhm. Aber es ist jetzt schon so, ob man will das Modul jetzt nicht zwangsweise zum Bruch bekommen. Das kann man auch machen mit so einem Teststand. Aber es gibt diese Minimalanforderungen und die sind auch oft in einem Kombinationstest. Das heißt, das Modul kommt erst hierher, wenn es schon andere Tests durchlaufen hat. Mhm. Das heißt, es kommt in die Klimakammer. Felix? Ja? Sollen wir uns nochmal über die Klimakammer Ich habe mich ein bisschen verlaufen. Ich glaube auch. Kommt da zum Beispiel für 1000 Stunden rein, sprich 42 Tage ungefähr, ist dann schon vorgeschädigt und dann packen wir es hier drauf. Dann belasten wir es, holen es wieder raus und machen nochmal Tests.
wie ist dann die Leistung? Sind Zellen kaputt? Sind Verbindungen nicht mehr richtig gegeben? Und dann werden die Zellen so dunkel im EL-Test quasi. Mhm. Genau, das kann man alles damit abdecken. Und, aber die Module sind dann, wenn sie einmal durch den ganzen Test gelaufen sind, die werden jetzt nicht nochmal verkauft, nee, oder kriege ich die dann irgendwie besonders günstig für mich zu Hause fürs Balkonkraftwerk? Nee, das dürfen wir tatsächlich auch nicht machen. Wie viele Jahre simuliert ihr denn dann hier eigentlich? Also was ist das so im Durchschnitt? Was simulierst du hier? Oder was Ziel, suchst du so? Ja, Ziel sind schon immer diese 30 Jahre. Mhm. Aber, und das ist auch das, wo die Wissenschaft gerade noch sehr hadert, die arbeiten an sehr umfangreichen Modellen, um das zu simulieren. Und man ist aber einfach noch nicht so weit, dass man hundertprozentig sagen kann, machst du den Test, hast du die Leistung auf die und die Dauer. Wir halten uns an das, was die Norm sagt, beziehungsweise testen das, was die Norm macht, und machen es dann aber teilweise doppelt so lange, doppelt so hart oder auch dreifach so hart. Weil wir sagen, wenn die Norm schon sagt, das reicht aus, dann können wir ja mehr machen. Und wenn wir das auch schaffen, sind wir eigentlich sicher, dass wir auch mehr schaffen im Endeffekt. Ja, Wahnsinn. Also das heißt, wenn ich mir ein Solarmodul kaufe, kann ich davon ausgehen, dass das locker die 20, aber wahrscheinlich dann die 30 oder 40 Jahre sogar hält. Auch die ersten Module, wo es damals diese ganzen Sachen noch nicht gibt, die funktionieren ja immer noch sozusagen. Erstaunlich, obwohl die ja noch gar nicht so weit waren von der Entwicklung. Die Folien waren noch nicht so gut, die Zellen waren zum Teil auch noch nicht so richtig ausgereift. Und ich glaube, diese ganz alten aus den 80ern gibt es, glaube ich, noch Anlagen, die man sich jetzt immer mal anguckt. Da kommt noch erstaunlich viel Leistung raus. Wenn man nicht gerade einen Effekt hat wie das Modul ist zum Beispiel stark verschmutzt im Frühjahr, viele Pollen drauf oder irgendwelche anderer Schmutz oder Moos, was dann drauf wächst. Sowas würde natürlich die Leistung relativ stark beeinträchtigen. Aber genau, das stabilste Modul, jetzt sag mal du als Expertin, das stabilste Modul, wenn ich das wirklich an der Nordseeküste wohne oder in den Alpen, wo ich richtig viel Schnee mal bekomme, was würdest du den Leuten empfehlen, was sollen die nehmen? Tatsächlich würde ich, glaube ich, recht einfach halten. Glas-Glas-Module sind den Glasfolienmodulen eben doch noch ein bisschen überlegen, weil einfach diese Folie im auf der Rückseite kann den Feuchtigkeitseintritt nicht komplett verhindern. Das ist leider so. Die Folien werden immer besser, auch das ist der Fall. Die guten Folien kosten aber auch natürlich wieder mehr. Also das heißt, eine Folie, das gucken wir uns ja in einem anderen Video an, in der Klimakammer, UV-Bestrahlung, da ist das, dass sie kaputt gehen oder porös werden oder was? Genau, im schlechtesten Fall werden sie porös. Es gibt auch früher, als man da so in dieser Entwicklung noch mit drin war, gab es durchaus Module, da sind richtig die Folien irgendwann hinten abgefallen, aufgerissen, Löcher drin. So schlimm sieht es jetzt meistens nicht mehr aus, aber trotzdem ist die Folie dem Glas ein bisschen unterlegen. Mhm. Auch gerade bei so einem Belastungstest, denn wenn ich zwei Gläser habe, dann liegt meine Zelle ja in der Mitte, in der, sag mal, neutralen Faser und wird weniger verbogen, als wenn hinten nur eine Folie ist. Also das rückseitige Glas schützt das quasi auch noch mal zusätzlich. Und gibt auch mehr Stabilität für die gesamte Wind- und Schneelastgeschichte. Also mega spannend. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, falls ich noch was vergessen habe zu fragen, dann kommen wir bestimmt noch mal wieder. In einem der nächsten Videos schauen wir uns den Hagelschlag an, also wie es aussieht, wenn man ein fettes Hagelkorn auf ein Solarmodul draufschießt. Da wird jetzt Druck aufgebaut, Luftdruck wahrscheinlich, und dann geht's ab. Und natürlich auch die Klimakammer. Was passiert eigentlich, wenn es feucht oder ganz trocken oder ganz kalt oder ganz heiß wird mit einem Solarmodul? Danke, Julia, für deine Zeit. Also super interessant, und gerne ein Abo dalassen, wenn euch sowas interessiert. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao und tschüss.